macht Druck. Die kommen mit Steiner. Der nimmt Fahrt auf, vorbei an zwei, an drei. Immer noch Steiner und die Scheibe im Tor drin. Und das ist Marc Reichert, der hier als Torschütze angegeben wird. Steiner mit der Vorarbeit. Franzensen auf Sutter. Er bringt die Scheibe ins Tor. Das ist ein Eigentor, nehme ich jetzt ganz einfach mal an. Zuletzt an der Scheibe Elias Bianchi und dann wäre der Torschütze Fabian Sutter. Bestoni kann losziehen. Bestoni, Giroud, Pfostenknaller. Kielpeleinen und dann war die Scheibe drin. Richard Park, der Torschütze. Giroud erst mit der tollen Aktion. Und dann bekommt Chiesa die Scheibe nicht aus der Zone raus. Und irgendwie findet die Scheibe den Weg ins Tor von Nero Kielpeleinen. Christen versucht es. Schlechtes Rückspiel von Ramholt. Bestoni und das Tor. Reichert mit seinem zweiten Tor am heutigen Abend. Und die Vorarbeit, die gehört Tim Ramholt. Gleich noch einmal Ambry, Doppelschlag, Schlagenhauf. Ambry profitiert erneut von einem defensiven Hühnerhaufen beim EV Zug. Anders kann man das nicht sagen. Da läuft die Scheibe gut, Pestoni. Noch einmal Pestoni, der Ablenker, Mjewil, Tor. Die Bianco-Blu erhöhen auf 5:1. Alain Mjewil, der Torschütze. Mjewil, der bereits beim 3:1-Sieg getroffen hat in Zug. Mit dem nötigen Wettkampfglück bei diesem Tor. 5:1 schlägt man im zweiten Gotthard-Derby der Saison einen harmlosen, einen nicht wachen EV Zug. Da liegt einiges im Argen bei den Zentralschweizern und beim HC Ambry Piotta. Da darf man sich weiter freuen. Da stimmt der Spirit, da stimmt im Moment wohl einfach alles.